Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute kurz mit euch wirklich nur ganz kurz über die Schlägerei bei der Gamescom sprechen. Zwischen Tanzverbot und Orange und nur irgendeinem Kosten, den ich nicht kenne. Ich habe keine Vorurteile gegenüber Orange. Und auch nicht gegen ein Tanzverbot, weil ich denke mir einfach einmal, ich bin neutral und habe nur das gesehen, was zusammengeschnitten wurde. Lola kam dazu und wurde als Unbeteiligte, die versucht hat, den Tanzverbot zu beruhigen, geschlagen. Sie hat sich nicht verletzt, Tanzverbot hat sich dann um sie gekümmert. Aber alle Beteiligten waren sich dem nicht bewusst, dass sie auch eine Verantwortung einer Community gegenüber haben. Und das ist das, was mich so aufregt. Die müssen sich einmal bewusst werden, was die da eigentlich machen. Klar, es gibt einen Provokateur, aber auch einen, der was sich provozieren lässt. Ja? Und ganz ehrlich, liebe Leute, Ich mag Tanzverbot und Lola. Ich finde die beiden sehr sympathisch. Zumindest das, was ich vor denen gesehen habe. Mir ist egal, ob die ein Pärchen sind, ob die was miteinander haben und wenn ja was, das geht mir nichts an. Ich bin nur ein Mitglied der Community von den beiden. Ja. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn es ein Tanzverbot nach dieser Schlägerei schafft, sich um die Lola zu kümmern, dann in den VIP-Bereich zu gehen und dort mit seinen Kumpels eine Gaudi zu haben und dann noch dazu mit der Lola ein Date zu haben, dann sage ich nur Hut ab. Großes Like. Jedoch, der Ort war falsch gewählt. Zu meiner Zeit ist man da auf die Blutwiesen gegangen und hat es dort ausgetragen. Und Lola hat das einzig Richtige gemacht, dann auch während dem Date mit ihm. Und zwar, sie hat ihn nicht mehr auf den Vorfall drauf angesprochen. Er durfte dann allerdings nicht zur Aftershow-Party, genauso wie die anderen beteiligt nicht. Und ja, bis heute noch keine Entschuldigung in einem Statement gehört. Ich habe mir die Statements angeschaut von allen Beteiligten. Lola hat keins abgegeben, leider. Weil ihre Sicht der Dinge hätte mich natürlich auch sehr interessiert. Ich habe nichts gegen solche Leute. Aber bitte, werdet euch einmal bewusst, was ihr da für eine Verantwortung habt der Community gegenüber. Es kann sein, dass euch da Kinder zugeschaut haben, die das super finden. Und für die meisten Leute ist dann die Gamescom gelaufen. Die haben keinen Spaß mehr gehabt. Gar nichts mehr. Ich schaue mir weiterhin die Videos an von Tanzverbot und Lola. Ich sehe ganz klar, ich bin weiterhin bei den Streams dabei, als Zuschauer. Aber denkt einmal darüber nach, was da genau war. Wehrt euch diesem im Plan, denn ihr könnt euch sicher sein. An alle Beteiligten jetzt. Die Community verzeiht euch zwar einiges, aber wenn man euch einen Namen eingibt auf Google, dann kommt zum Beispiel beim Tanzverbot Schläger raus. Und das ist meiner Ansicht nach eine Sache, die nicht sein muss. Er hat sich so sehr gebessert. Orange sind ja ein eigenes Kapitel, die haben mittlerweile schon das halbe Internet gegen sich. Und mit sich und solche Leute schau die nicht einmal an, selbst wenn die letzten warten auf YouTube oder auf Twitch. Ich meine, jetzt nicht wegen Jana selber, sondern weil ich Casino-Streams nicht mag und auch keine Game-Streams. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund, bis morgen. Über ein Abo, ein Like und natürlich, ihr könnt das Video teilen, würde ich mich sehr, sehr freuen.
oder über eichere Kommentare, konstruktive Kommentare, sonst wird der Kommentar gelöscht. Euer Mike.